Ernährung mehr oder weniger dazu. So, Jonah ist jetzt weg, war? Das ist ja irgendwie. Lara, bist du da? Nicht mitbekommen. Ich bin in Sicherheit. Jonah? Jonah, wenn du mich hörst, kehr um. Bitte such nicht nach mir. Oh Gott. Die friert ja. Oh Mann. Ich muss Schutz suchen. Na dann. Oh Gott. Jetzt schön durch den Schnee, macht natürlich alles nicht einfach und ich komme doch ganz schlecht vorwärts. Hier war doch irgendwie, ja genau da. Springen ist jetzt gerade auch nicht so. Fahrer schießen auch nicht. Ich muss mich bewegen. Komm schon, du schaffst das. Mach schon. Ein altes Camp. So. Achso, das ist mal das alte Camp. Okay. Okay. Jetzt Feuer machen. Ich sammle die Material für Feuer und einen Unterschlupf. Okay. Gut, da geht's rein. Okay, das könnte gehen. Nicht genug für die Nacht. Ich muss mehr sammeln. Ah, okay, da geht's weiter und dann gleich daneben. Trocken genug zum Brennen. Hoffe ich. Und hier, Nummer 3 hätte ich noch. Noch frisch. Fleisch, aber vielleicht. Oh, zurück zum Camp. Die Feier, alles klar. Ich habe Holz und ich habe Fleisch. Oder sowas ähnliches. Los, verdammt. Komm, du bist gleich da. Komm, hier, mach. Bei dem Wetter Feuer machen. Hat sie selbst geschafft. Warum nicht? War aber fleißig. Unsere Leute durchkämmen die Ruinen in den Bergen. Falls das Artefakt hier ist, finden wir es. Was ist mit den Verbliebenen? Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation bald unter Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut ihnen. Trinity. So, wir brauchen uns also einen Bogen. Alles klar. Sehr schön. Wenigstens eine Waffe, das ist schon mal hinzu. Ich brauche einen stärkeren Bogen. Waffen-Upgrades. Wäre dieser Schmerz bloß nicht so vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Ich hoffe nur, Jonah geht es gut. Dass er hier weggekommen ist. Ich konnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Nicht nochmal. Der Schmerz, ihn zu verlieren. Er wäre nicht zu ertragen.
Das ist mein Weg. Ganz allein. So, okay. Alternative Outfits. Ändern Sie Laras Kleidung, damit sie besser für ihr Abenteuer gerüstet ist. Mehrere Outfits sind verfügbar und werden beim Fortschreiten im Spiel und durch Abschließen bestimmter Missionen freigeschaltet. Manche Outfits verleihen beim Tragen Gameplay-Vorteile. Wechseln Sie Outfits im Basislager, indem Sie im Waffenmenü L1 und R1 zur Kleidungskategorie wechseln. Okay, wir sind jetzt aber erstmal beim Aufrüsten. Update verfügbar. Schaden. Ja, eigentlich ist es bloß Schaden hier, ne? Ja. Dann rüsten wir mal auf. Was anderes geht noch nicht, oder? Ne, da fehlen uns noch die Materialien. Was haben wir hier noch? Achso, der Griff. Die Kletterachs, meine ich. Waffenwechsel. Im Waffenmenü können Sie zwischen verschiedenen Waffen derselben Typs wechseln. Jede Waffe verfügt über einzigartige Statistik und Upgrades, die für ein individuelles Kampfgefühl sorgen. Okay, soweit bin ich noch nicht. Outfit 16 von 16 verfügbar. Sperrbar, helles. Hm. Okay, das ist jetzt nicht so. Na? Will das mir nicht anzeigen? Oh, bitte. Oh, nett. So, was haben wir denn? Oh Gott, oh Gott. Antarktis-Outfit. Ein Tribut an Lara Crofts Reise in den Tumbler 3. Dieses vergiftete Jacke wird Lara helfen, die brutale sibirische Wildnis zu überleben und wird zum Erhalt des klassischen Looks mit einer Tarnhose kombiniert. Okay, können wir uns mal kurz angucken. Naja, gut. Whiteout-Jacke, moderne Wintermantel mit Wärmeschutz, ganz in weiß, helle Farben helfen im Schnee nicht aufzufallen. Okay, was haben wir noch? Blaues Henley-Shirt, blaues Wärmeshirt, nasses Gewebe hält warm und gleich warm. Okay, ein Shirt ist zu kurz. Geist, ja. Verbliebenes Outfit, das von ihrem byzantinischen Erbe inspiriert ist. Outfit bringt manuelle Heilung, wert die Chance, Wunden zu verbinden. Ohne Ressourcen zu verbrauchen. Das ist immer praktisch. Mhm. Pionier. Autobonus erhöht dann Nahkampfschaden. Heldenhafter Forscher. Pfeiler. Traditionsjacke. Graues Sweatshirt. Durcher Waldhüter. Transbewegliche Spezialmunition. Schattenläufer. Die Verzögerung, bevor sie sich nicht mehr dahin machen. Jeglicher Schaden durch Raubtier wird gesenkt. Ist natürlich auch gut. Ich meine, ich werde hier viel gegen Tiere kämpfen. Hübsch. Nachtschatten. Reduziert Schaden durch frisches Feuer, das hat man ja schon. Pfeile reduziert, aber noch nicht mehr. Okay, was haben wir hier noch? Nachtschatten. Okay, wir lassen es jetzt mal das. Und dann sind wir schon fertig. Blutsbande freigeschaltet, Inhalt sind wir runter, dann Blutsbande freigeschaltet und können jetzt im Hauptmenü geöffnet werden. Ja, darum werde ich mich irgendwann dann kümmern. Erkunden Sie den Wald nach Hinweisen auf die verlorene Stadt. Das ist jetzt der Next Point. Und wenigstens ist jetzt erstmal der Schneesturm vorbei. Okay, dann machen wir uns jetzt mal nach unten. Beziehungsweise Jagd. Erlegen und halten die Tiere mal. Erstmal gucken, was war das hier? Hartholz. Mit Hartholz können Sie den Lager und Waffen verbessern und Pfeile. Okay, Pfeil und Bogen ist aktiviert.
Ballade. Ist der Vogel weggeflogen? Kann ich das Ding irgendwie runterschießen? Nein. Komm ich da ran? Warte mal. Vielleicht kann man hochspringen. Jawohl. So. Guck mal da. Da krabbelt was. Da war was. Das, was euch durch den Schnee gestapft. Also weg. Na. Bewegt sich. Die Ziele sind ein bisschen kacke. Gab es nicht im anderen Lara Croft Teil noch die Möglichkeit runterzuspringen? Oh ne, das war Assassin's Creed. Da konnte man auf Phasen von oben runterspringen. Oder von anderen Tieren. Auf andere Tiere. So, da ist er wieder. Mann, da soll man hierher kommen. Also Leute, ich mache erst weiter, wenn der Hase tot ist. Bewegt sich da noch was? Jawohl. Ich glaube, ich habe getroffen. Gut. Machen wir uns jetzt mal hier runter. Was habe ich da jetzt erschaffen? So, habe ich das. Nehmen wir mal hier mit. Und hier mit. Dann haben wir da oben noch was. So, was hat man hier? Absperrbar, ja, nutzen die Waffen und sprengen dann um. Okay. Warum kann ich nicht die Axt benutzen? Ja, mit dem Pfeil, das war jetzt ja blöd. So, was haben wir hier? Magnetisierbar. Warum kann ich hier meine das Hackteil nicht für das Holz benutzen? Wäre doch naheliegend, oder? Eigentlich. Ein Reh oder sowas? Nochmal Vögel und der Hase, okay. So, was haben wir hier? Dann hat man hier oben noch irgendwie was, ne? Mit Holz. Das bekomme ich noch nicht runter. Ah, okay. Dafür muss ich, glaube ich, die Waffe ausrüsten. Oh, gut. Aufrüsten. So, da. Da, guck mal da. Da hab ich ihn aufgeschreckt. Mist, ich hab da gewusst, aber einen Hirsch. Ja, schön viele Tiere hier.
Komm. Diese Ruinen hier. Mongolisch. So, wir machen das mal von hier oben. Jetzt ist, glaube ich, etwas einfacher. Guck mal, da oben ist noch eine Kiste. Was bist du? Mongolische Schrift. Kann sie nicht recht entziffern. Gott. Wie muss ich denn hinter mich da hochkommen? Mongolische Schrift. Kann sie nicht recht entziffern. So, was haben wir hier? Ich hatte ihn geblinkt. Oder? Ist hier nicht irgendwo geblinkt? So, was haben wir hier? Au. Ja, jetzt beginnt hier natürlich das große Suchen und Sammeln und Machen. Und ja, es blinkt da hinten tatsächlich. So, was haben wir jetzt? Vergrabene Überlebensverstecke enthalten eine Auswahl an Ressourcen. So. Da ist noch eins. Neben dem Hirsch. Ja, nicht so weit, Junge. Trinity, Sie sind hier. Zentrale, hört ihr mich? Boah, mir klappt nicht. Doch, scheiße. Oh, scheiße. Was war denn das? Da ist scheinbar ein Bär. Komm mal hier hoch. Jo. So. Jetzt sind wir auf dieser Seilbahn. Wie komme ich jetzt hier runter? Lass mal los. Archivarkarte. Archivarkarte nehmen auf der Karte die Position von Dokumenten, Relikten und Wandgemälden. Sehr schön. Macht es natürlich ein bisschen einfacher. Was haben wir noch? Federn? So. Wo sind die dämlichen Hirsche jetzt hin? Apropos Karte, wie komme ich denn auf die Karte? Da. Haha. Da. Warum ist das rechts von neben mir? So, dann sammeln wir mal das hier noch ein. So, dann blinkt das da oben die ganze Zeit. Dann gehen wir da als nächstes hin. Mann.
Die Hirsche sind weg, wa? So, kann man hier hoch? Nee. Gut, gucken jetzt mal hier so ein bisschen weiter. So, hier war noch was. So, und oben auch scheinbar. Eine Krone von einem der Prinzen von Kiew. Wie ist sie bloß hierher gelangt? Untersuchen, um versteckte Informationen zu erhalten. Warte mal, warte, jetzt vibriert. Ihr Besitzer hat sie bei seinem Tod getragen. Ah. Gut. Nur das. Ja, dann einmal. Noch mehr Federn. Was ist jetzt runtergefallen? Da. Komm, hier war es irgendwo. Vielleicht sind sie gefangen. Na dann. Schon sagen. Tiefschnee. Schnee verlangsamt die Bewegung und behindert eine Reaktion. Warum ist das jetzt so rot? Erkundungsteam hier, Overwatch. Bitte kommen. Erkundungsteam, bitte kommen. Wir hatten Störungen bei der letzten Übertragung. Haben Kontakt zum Erkundungsteam auf dem... Oh. Großer, böser Bär. Nein, Lara! Nein, tut mir leid, Lara, ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht. Ich werde natürlich jetzt nicht sterben, Mann. Ja, ich dachte, das wird immer was angezeigt, was ich drücken muss. Drücken wir und dann kommen wir auszuweichen. Na gut. Nochmal. Oh. Aber sie lebt noch, das ist ja gut. Das ist schon mal gut. Irgendwie. Dass sie noch lebt. Was ist schon wieder ein Zeitsprung? Ach. Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Äffchen. Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja, mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen. Gut. Wir machen an der Stelle jetzt erstmal Schluss. Und dann geht's im nächsten Video hier ungefähr wieder weiter. Oder schneidet es so, dass wir hier direkt weiter spielen. Das werden wir dann.